Darf ich mal? Nur ganz kurz. Guten Appetit allerseits. Wenn es so schmeckt, wie es aussieht. Aber bestimmt doch. Das ist, wie soll ich sagen? Na, sagen Sie es doch. Das ist, also ich möchte mal sagen, das ist, wie soll ich sagen? Lass aus der Lippe fallen. Es gibt keine Worte, um so viel Glück auszudrücken. Aus Erinnerung und Überzeugung. Moment mal. Soll es heißen, dass ich jetzt nicht mehr zum Radio rennen muss? Her, hin, her, so wie sonst? Du? Oh, wieso denn du? Ja, wer denn sonst? Ach, wer denn sonst? Pass mal auf. Kontaktier den Bürgermeister. Er hat ein spezielles Zeichen, das in den Himmel strahlt. Es hat die Form eines Riesenpimmels. Nun reden Sie doch nicht so einen Stuss. Sie sollten schweigen! Oh, tut mir leid. Habe ich dich aus dem Konzept gebracht? Das wollte ich. Bitte, sprich weiter. Ach, du warst fertig. Du sieh mal, ein Affe! Die Weise scheinen hier zu fehlen. Münchhausen will uns was erzählen. Als ob ich sowas nötig hätte. Beweise! Da ist er. Kai aus der Kiste. Da fehlt etwas. Tatsächlich, da fehlt etwas. Natürlich fehlt etwas. Vernünftige Menschen rauchen. Ja, wissen Sie, ich möchte nur ins kalte Wasser hinein und umrühren. Ihr habt nur Klopapier, aber das könnt ihr auch brauchen, oder? Du, der stottert, ne? So sieht es aus. Und nun, meine verehrten Damen und Herren. Wenn ihr was hören wollt, braucht ihr es nur zu sagen. Ich spiel's dann. Ich möchte mit Ihnen reden. Mit Ihnen reden? Und wer jetzt brav ins Bett geht, bekommt... Mein Papa hat immer gesagt, wenn du einen Freund hast, dem du trauen kannst, dann trau ihm nicht. Wenn du einem Freund blind vertrauen kannst, dann Vorsicht. Ich meine, wenn du einen blinden Freund hast, naja, ist ja auch egal. Du bist vielleicht leicht zu durchschauen, mein Lieber, aber bei mir ist das ein bisschen komplizierter. Meine geistig-moralischen Mechanismen sind mysteriös und komplex. Oh Gott, es tut mir so leid. Das ist mir noch nie passiert. Du bist einfach so attraktiv und mein letztes Mal ist schon ein bisschen her. Ich werde jetzt gehen.